So, hier gibt es jetzt gleich die zweite Dame auf der Bühne. Man darf gespannt sein, wie Ryan Joyce mit dieser Situation jetzt gleich umgeht. Gibt es für die Dame ein Mittel, Ryan Joyce zu schlagen, Gordon? Vielleicht die Klamottenwahl? Schöne Flights hat sie. Und man muss ihm natürlich auch ein großes Kompliment aussprechen, wie er damit umgeht. Er macht das äußerst professionell. Er muss ja selbst seinen Mann stehen und will die Kohle verdienen. Ich bin kein Freund von diesem Zirkus. 26. Ich weiß nicht, was das soll, zwei Damen bei einem professionellen Darts-Turnier mit aufzunehmen. Warum nur zwei? Ist die Frage. Ich finde es keine gute Idee. Wenn man den Damen eine Plattform geben möchte, dann kann man das anderweitig tun. Dann kann man ihnen eine eigene Turnierserie geben. Aber so, bei Bayern München spielt auch keine Frau mit im Team. Wir wissen ja, Dart ist ein mentales Spiel. Und Männer werden wahrscheinlich generell immer ein Problem haben, gegen Frauen zu spielen. Aber warum? Gibt doch keinen Grund dafür. Ja, weil Frauen schon rein statistisch vom Average her doch weniger Punkte erzielen als Männer. Es ist einfach die Frage. Es gibt aber auch Herren auf der Tour und auf der WM, die auch ein Average weniger spielen als einige andere Herren eben, die da auf der Bühne stehen. Trotzdem ist es für den Kopf was anderes, wenn du gegen einen Mann spielst, als wenn du gegen urplötzlich eine Dame spielen musst. Weil die Jungs, die da oben stehen, so ein Ryan Joyce, der trifft auf der PDC-Tour niemals auf eine Frau. Niemals. Es spielt keine Frau die Tour mit. Und urplötzlich bei der WM muss er jetzt gegen eine Frau spielen. Und seine Kumpels lachen ihn schon vier Wochen vorher aus und sagen, du musst gegen die Frau spielen, pass mal bloß auf. Wenn du verlierst, dann darfst du dir bei uns nicht mehr mitspielen. Ich schaue den Frauen gerne zu. Keine Frage. Gibt sehr, sehr gute Frauen, auch in Deutschland. Ich hätte nichts dagegen, nach einer tollen Herrenpartie ein tolles Damenmatch zu sehen bei einer WM. Jetzt ist gut. Und weil es richtig abgeht, da draußen, Gordon, noch ein Wort zum letzten Spiel. Ich möchte mich mal ganz, ganz herzlich bei den Mädels und den Damen im Dartsport natürlich entschuldigen, wenn ich mich da missverständlich ausgedrückt habe. Ich habe überhaupt nichts gegen Frauen im Dart oder Frauen bei dieser WM. Überhaupt nicht. Meine Tochter spielt selbst Dart. Ich habe viele Jahre mit einer Dame im Team gespielt. Ich habe da überhaupt keine sexistischen Äußerungen getätigt. Ich bitte, das nicht falsch zu verstehen.